wollen wir mal eine Lok aus dem Pico Hobby Programm testen. Ein Sondermodell zur 175 Jahre Deutsche Eisenbahn. Und da schauen wir doch mal, wie die Lok sich schlagen wird. Okay, today we want to test a loco from the Pico Hobby Program. It's a special edition for 175 years German railroads. And let's see how the lok is going to act. Ja, sieht fast so aus, als hätte die Lok genug vom schweren Schleppen. Hat ihr Wagen einfach stehen lassen und man endet die Runde im Alleingang. Okay, it seems the loco had enough of its of heavy pulling and left the cars alone and completing its round as a single loco train. Okay, we'll see what the real reason for this action is. Also wir schauen dann gleich mal, was der wirkliche Grund für diese Aktion hier ist. Und ich habe natürlich auch schon einen Verdacht. Also der Hauptgrund scheinen mir die hier montierten Fleischmann-Kupplungen zu sein, die sich nicht so ganz frei bewegen können. Man sieht also, sie haken hier so ein bisschen an den Schneeräumen, die an der Lok montiert sind. Und vielleicht ist auch einfach dieser Kuppelabstand durch diese Kupplung zu eng. Und so, man sieht hier die Kupplungen. Die Puffer stoßen aneinander und die Kupplung geht aus. Okay, what I just showed is that the one hand the coupling is not moving free, caused by the snow blow here on the loco, and the distance might be a bit too short so that the buffers come together and will cause the decoupling. Okay, I will change the couplings. I purchased
some Pico short couplings, and let's see how they will work. Also ich habe mir da ein paar Pico Kurzkupplungen zugelegt und wir schauen dann mal, wie das mit denen dann funktioniert. So, also es sind jetzt am ersten Wagen und an der Lok je eine Pico-Kupplung montiert und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Also hier in der Kurve hat der Wagen schon ein bisschen gezuckt. Okay, there is a Pico coupling mounted on the logo and the first wagon. And as we saw, the wagon did a bit move. And okay, we will see how it will work. So. Okay, that didn't help. Okay, das hat jetzt also nichts gebracht. Ich werde das Ganze dann nochmal mit den sogenannten Standardkupplungen wiederholen. So, Lok und Wagen sind mit Standardkupplungen ausgerüstet. Die Lok tut sich jetzt ein bisschen schwer. Bleibt stehen. Okay, the lok is struggling and stopped here. Let's see whether I can help. Okay. We're going on. Okay, till now. The train still rolling. Also noch rollt der Zug. Und auch die Düscher der Wagen wurden bisher noch nicht abgehängt. So, nach ein paar Anfangsschwierigkeiten scheint auch die Lok die Runde geschafft zu haben. Okay, after some problems, this lok also completed the round with the 40 wagons. And I can say the main problem are the couplings. And the Pico couplings are no improvement compared to the Fleischmann couplings. Okay, I will give them another chance and to see whether the couplings are less than with the Fleischmann couplings, but I'm not sure about that. Okay, also ich werde da noch mal ein bisschen rumexperimentieren mit den Pico-Kupplungen, ob die eine Verbesserung gegenüber den Fleischmann-Kupplungen bringen. Und wenn nicht, dann werde ich wohl bei Fleischmann bleiben, weil halt alle Loks und die meisten Wagen mit Fleischmann-Kupplungen ausgerüstet sind.
Okay, das war's für heute. Bis demnächst und tschüss. Okay, that was all for today. See you later. Bye bye.